Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie. Und wohin? Das erfahren Sie nach dem Intro. Ein Mitglied meiner WhatsApp-Gruppe hat mir gerade ein Bild und eine Videosequenz übermittelt. Große Rauchschwaden über der Lörracher Innenstadt. Und daraufhin habe ich erstmal ihn beauftragt, für mich Video- und Bildaufnahmen zu machen. Die ersten Aufnahmen sind immer die wichtigsten. Mittlerweile bin ich schon unterwegs. Ich habe mich auch dementsprechend informiert bei der Polizei in Lörrach und da wurde mir mitgeteilt, dass auch der stellvertretende Revierleiter vom Polizeirevier Lörrach vor Ort ist und mir dann auch Auskunft geben kann. Es ist ein größeres Feuer in die Innenstadt und zwar direkt neben dem Burghof. In diesem Sinn, Film ab. Lörrach. Zu einem Gebäudevollbrand kam es am Dienstagabend im Zentrum von Lörrach. Stefan Schepperle, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Lörrach, berichtet. Mein Name ist Stefan Schepperle, ich bin stellvertretender Feuerwehrkommandant der Stadt Lörrach und Einsatzleiter. Die Feuerwehr Lörrach wurde um 18.43 Uhr alarmiert zu einem Gebäudebrand. Bei der ersten Lage hieß es eine Einsatzlage am alten Burghof, die alte Feuerwache im Herzen der Stadt. Bereits auf Anfahrt der ersten Kräfte auf Sicht stand eine schwarze Rauchwolke über Lörrach. Die Einsatzstufe wurde von Brand 3 auf Brand 4 erhöht. Es wurden zwei verstärkte Löschzüge mit zwei Drehleitern eingesetzt. Wir hatten einen Brand in einem Nebengebäude der alten Feuerwache. Das ist genutzt als Jugendräume. Das Gebäude, der Dachstuhl, stand bereits in Vollbrand. Die ersten Löschmaßnahmen zeigten Wirkung und wir konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindern. Die Löschmaßnahmen wurden etwas erschwert durch eine Baustelle und die engen Verhältnisse sowie natürlich in der Innenstadt Freitagabend sehr hohen Publikumsverkehr. Im Einsatz hatten wir 11 Fahrzeuge mit etwa 50 Einsatzkräften der Feuerwehr Lörrach, das THK mit 5 Personen und die Polizei mit etwa 9 Einsatzkräften. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in den späten Abend hinein. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Auch Jörg Lutz, Oberbürgermeister der Stadt Lörrach, ist zum Einsatzort gekommen. Jörg Lutz, Oberbürgermeister der Stadt Lörrach. Danke an die Feuerwehr, die wirklich durch ihren raschen und couragierten Einsatz das Schlimmste verhindert hat. Verhindert worden ist, dass die Flammen hier wirklich auf den historischen Teil, die alte Feuerwache, übergriffen hat. Das ist historisches Baugut. Das wäre tragisch gewesen, so ist es immer noch schlimm, aber das Schlimmste konnte wirklich verhindert werden. Ja, die Nachlöscharbeit werden hier noch ein wenig dauern. Wenn Ihnen meine Berichterstattung gefallen hat, hinterlassen Sie mir ein Däumchen nach oben. Sie haben die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Einfach rechts unten aufs Logo drücken und die Glocke aktivieren. Nicht vergessen, wenn Sie die aktiviert haben, dann werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video oder Livestream online geht. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss.